Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 3. Wie wir halbe Schoffen sind und nicht wissen, was hier geschieht. Dämon! Feuerdämon! Dämon aus. Ist rauchlos. Ich muss mal ein bisschen näher kommen. Das war dir! No. Und wenn ich näher komme, dann muss ich ihn dazu zwingen! Ja, nee, ist klar. Läuft bei ihm irgendwie. Vor allem, wo ist auf einmal meine Pistole? Denn die war auf einmal weg. Dämon! Feuerdämon! Dämon! Ist rauchlos! Echt! Das ist alles nicht echt! Nein! Nein! Junge, verpiss dich! Schrei nach Mutter! Du kleines Miststück. Ah, nehme ich doch mal gerne mit. Ne. 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 Ich gehe da nicht rein. Nein. Ich bin doch bescheuert. Wenn ihr glaubt, dass ich... Feuerdämon. Muss sie töten. Ihr Mörder. Ihr habt Candy getötet. Das hat gerade gepasst. Ihr Mörder. Oh, nice. Das kann nicht sein. Ich drehe. Ich muss raus. Ich gehe ja schon, Mädels. Ich gehe ja schon. Ha! Stein! Hallo! Oh, scheiße. Nein! Ihr seid alle so scheiße zu mir. Mann! Ihr Mörder! Nein. Ihr habt Candy getötet! Ich drehe ja. Ich muss raus. Ich muss raus. Alter, ich hab noch zwei. Ah, geil. Weil er braucht übelst lange, um wieder klarzukommen, ey. Auf deine Welt, ey. Junge. Ihr Mörder! Nein, das kann nicht sein. Ich drehe ja. Ich muss raus. Ich muss raus. Wer? Ihr Mörder! Nein, das kann nicht sein! Ich drehe ja. Ich muss raus! Ja, alles klar! Spawnt einfach vor mir! Fickt euch! Ihr Mörder! Nein, das kann nicht sein! Ich geh einfach mal auf die andere Seite! Ich muss raus! Ich muss raus! Müssen wir ein bisschen länger brauchen. Ich bin
bin der Dämon. Dämon. Ich bin der Dämonenzerstörer. Lauf. Lauf um dein fucking Leben. Oh yeah. Kaboom. Kaboom. Reiß dich zusammen, ey. Aber ich steh. Du Pussy. Man muss nur Gewalt einsetzen. Was? Ne. 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 Sully? Sully? Hey, Sully! Hey, was geht ab, Digga? Tot, er ist erschossen. Er ist tot. Sully, ich... Nein, nein, nein. Ja, könnt ihr jetzt endlich mal damit aufhören? Und pop. Der kann sich unsichtbar machen, der Wichser. Nee, das bin ich. Wo willst du hin? Wahrscheinlich auf die andere Seite. Bereit? Dann los. Was ist das? Alter, kann das jetzt mal endlich aufhören? Nochmal drücki? Nee. Voll, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Oh. Und Kopfschmerzen habe ich auch. Alter. Einfach mal hier sonst was abplünschen. Was ist das? Oh, komm schon! Komm schon! Komm schon! Was? Was zum? Oh mein Gott. Endlich bin ich draußen. Alter! Oh, da sind ein paar Leute verbrannt. Okay. Und ich habe wahrscheinlich... Oh doch. Oh, ich habe sogar noch viel Muni. Nice. So, jetzt müsste eigentlich der Bosskampf kommen. So rein von der Logik her. Scheiße, sieht das geil aus. Zeit zum Spielen, Drecksäcke. Kapitel 22. Die Tagträumer. Es hätte eigentlich beim letzten Kapitel, also wenn sie so ein Zwischenkapitel gemacht hätten. Geronimo! Das war's, Drake. Jetzt gibt es kein Entkommen. Oh Gott sei Dank, keine Feuerteufel mehr. Gott sei Dank. Hey, ich sollte erstmal ein bisschen warten. Obwohl, die hebe ich mir erstmal auf. Mist! Da kommt gleich einer runter.
Ach, Dreck. Alter, hört doch mal auf. Ich schaff das. Oh yeah. Und Cheerio. Alter. Was? Bleib hier raus! Immer schon auf die Eier. Hier noch. Feigling. Ey! Ach, Dreck! So läuft das hier. Bam, bam, bam. Oh, hier wäre auch ein geiler Stützpunkt gewesen. Ich sehe dich. Hä? Wer sieht mich? Du oder was? Weg mit dir. Oh, was? Seid ihr scheiße im Kopf? Alter. Hier. An. Nee. Nee. Alter, ich hab das hier so perfekt gelöst. Hier, zack, zack, zack. Jetzt hab ich zu lange gebraucht. Bin ich eh tot. Hopp. Jo. Okay, ich schaff das. Treibt ihn raus! Lauft! Läuft schon viel besser. Nimm das! Ja, 11 Schuss ist leider zu wenig. Ich muss die Waffe wechseln. Hä? Wo kommst du denn her?
Ist der von unten runtergeschubst worden oder was? Arschloch, ey. Ich konnte dich sehen. Hat er sich dann wohl auch gedacht. Oh Mist! Ihn raus. Erwischt! Treibt ihn raus! Oh nice, hab welche erwischt. Nee, nee. Du kannst da ruhig bleiben, wo du bist. Ist er weg? Wahrscheinlich nicht. Doch, er ist weg! Nice! Geilo! Abfahrt! Jetzt ist er auf jeden Fall tot. Puff! Alle tot! Ah, so ein Verräter. Noch einer. Sind aber auch bescheuert. Die gehen aus der Deckung, damit sie mich da angreifen können. Und dann sind sie tot. Sind sie schuld dran. Hä? Wer ist denn jetzt da gestorben? Bei mir war... Was hast du? Wer sagt mir, dass du echt bist? Au! Ist dir das echt genug? Richt niemals eine Knarre auf mich. Sie haben dich erschossen. Nach der Finsternis. Was? Welche Finsternis? Hör mal, du bist durchgedreht, als du das Zeug getrunken hast. Dieses Wasser, das hat die Stadt zerstört. Nicht der Zorn Gottes. Die Wasserversorgung ist verseucht mit einer Art halluzinogenem Erreger. Sie wurden alle verrückt. Das also wollen Marlow und Herbert. Oh Mann, ja. Cutter sagte doch, sie besiegen ihre Feinde mit Furcht. Oh Mann, das dürfte reichen. Verdammt lange. Aber Moment, das ergibt keinen Sinn. Wie wollen sie das Wasser hier rausbekommen? Nein, nein, nicht das Wasser. Das, was in dem Wasser ist. Wie bitte? Okay, hör zu, lass mich mal überlegen. Salim sagte mir, dass Iram verflucht wurde, als Salomo die bösen Geister des Djinn in einem Messinggefäß einfing und in die Tiefen der Stadt goss. Eine Art Flaschengeist. Ich weiß, das klingt ziemlich verrückt. Und du glaubst, deshalb haben Elizabeth und die Francis Drake überhaupt erst hierher geschickt? Ja. Es gab keinen Schatz. Sie wollten Macht. Aber als Drake verstand, warum er hergeschickt wurde, brach er die Mission ab. Er log die Königin an, sagte, er hätte nichts gefunden. Und verwischte dann die Spuren seiner Reise. Schrieb die Geschichte neu. Wer widerspricht schon Sir Francis? Was sagst du? Wir gehen runter und beenden die Sache. Ein für alle Mal. Alles klar. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, Bitches. Und... Ich brauche euch, denke ich mal, nicht anlügen und sagen, das, da kommt jetzt mit Sicherheit der Endboss, bei dem ich jetzt wahrscheinlich 30 Folgen brauche. Aber wir sehen das dann, vielleicht ist er ja ganz easy. Bis zur nächsten Folge. Ciao.